Dieser Mann hat mit seinem Team dafür gesorgt, dass es in Karlsruhe, in der Region, in ganz Deutschland bei allen KSC-Fans vielleicht Herzrasen gab wie nie zuvor. Er ist der Klassenerhalt-Trainer des KSC. Er wird die Mannschaft ja in die neue Saison führen und er wird uns viel erzählen über seine Zukunftspläne mit dem KSC. Ich freue mich, dass er heute bei mir ist. Christian Aichner in der Martin Wacker Show. Es ist Sonntag, die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle, immer mit spannenden Gästen aus der Region. Man kann keinen spannenderen Gast aktuell haben als Christian Aichner, Cheftrainer des KSC. Christian, schön, dass es geklappt hat. Hallo. Hallo, hi. Ja, wie ist es denn? Du siehst ein bisschen entspannter aus. Vor zwei Wochen in der Hochemotionsphase, da war noch viel Adrenalin da. Wie geht's dir so langsam? Ja, die ersten Tage waren schon relativ schwer, weil man fällt ja eigentlich so von 120 auf 0 runter. Dadurch, dass bei uns in der Branche einfach so nach dem Erreichen dann meistens so ein Cut kommt. Da ist nicht so ein seichter Übergang, deswegen du fällst daheim erstmal so in den Keller. Und die Phase habe ich jetzt aber so langsam überwunden. Das liegt natürlich auch daran, dass parallel jetzt so die Planungen schon wieder auf Hochtouren laufen für die neue Runde. Parallel muss ich auch ein bisschen für die Abschlussprüfung noch lernen für den Fußballlehrer. Also es gibt so ein paar Themengebiete neben der Familie auch noch, die dich beruflich so am Laufen halten. Wahrscheinlich eher positiv noch Nebenkriegsschauplätze zu haben und nicht immer an das Ereignis zurückdenken müssen, oder? Ja, sehr positiv aktuell. Auf jeden Fall. Wie oft schaut sich jemand, der so nah dran war an diesen, also für mich waren die letzten zwei Minuten die schrecklichsten. Also man hat selbst gespielt, man hat selbst gewonnen und dann zwei Minuten zu warten, was passiert da noch in Kiel. Hast du das noch öfter mal angeschaut oder hast du gesagt, Kapitel abgehakt? Schaut sich das ein Fußballtrainer dann nochmal an, diese emotionalen Momente? Ja, also ich zähle zumindest dazu. Also vielleicht liegt das auch daran, dass ich es jetzt noch nicht so oft erleben durfte als Trainer. Und das ist die Reihenform an Emotionen, die wir vor zwei Wochen erleben durften. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Sport so sehr liebe. Für genau diese Momente im Guten wie auch im Schlechten. Und das Schlechte hatten wir natürlich auch in den zwei Wochen komplett dabei, wenn ich so an die Anfangsphasen denke. Und insofern, glaube ich, darf man es mir nicht verübeln, dass ich ab und zu auch mal nochmal ans Gute denke und mir es auch anschaue. Emotionale Momente beim KSC. Da sprechen wir in dieser Sendung noch öfter drüber. Wir blicken auch ein bisschen zurück und vor allem dann auch nochmal über das Wunder, das passiert ist am letzten Spieltag. Und gleich wollen wir Christian Aichner persönlich ein bisschen besser kennenlernen bei unseren, Sie wissen es, 10 Fragen in 60 Sekunden. Gleich. Es ist Sonntag. Sie haben zu Hause wahrscheinlich ein schönes Frühstück. Wir haben gute Gespräche mit Christian Aichner, Chefcoach des KSC, zu Gast in der Martin-Wacker-Show. Wir wollen Christian besser kennenlernen bei unseren 10 Fragen in 60 Sekunden. Kurze Frage bitte, kurze Antwort. Dein Sternzeichen? Schütze. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verheiratet und verliebt. Ja, das ist gut, dass du es noch nachgesagt hast. Man kann nicht vergessen das. Deine Lieblingsfarbe? Blau. Passt doch. Habt ihr ein Haustier? Ja. Und wie groß, wie klein? Labradoodle Mini-Version. Okay. Welches Poster hing bei Christian Aichner im Jugendzimmer? Wahrscheinlich ein Fußballer, oder? Lothar Matthäus. Kicker-Starschnitt. Ja, können wir das akzeptieren. Dein erstes Vorbild. Sag es nicht auch noch Lothar Matthäus. Doch, Lothar Matthäus. Die erste selbstgekaufte Schallplatte, die CD war es bei dir wahrscheinlich. Ich darf dich nicht älter machen. Nein. Erinnere ich mich einfach nicht mehr. Wirklich? Nein. Welche Musikrichtung hast du früher gehört? Querbeet einfach. Also Sportfreunde Stiller liebe ich über alles, aber das ist noch gar nicht so ewig her. Eigentlich. Die Antwort gilt, das spielen wir gleich für dich in der Sendung. Kommst du überhaupt noch zum Lesen, außer jetzt, du musst die Prüfung noch machen, musst wahrscheinlich da noch pauken. Privat mal einen Roman noch oder gar nichts mehr? Nee, ich war nie der große Leser, ich bin mehr der Schauer. Als KSC-Trainer hat man die Dramen sozusagen. Sozusagen. Direkt. Lieblingsurlaubsziel? Wo geht's hin zum Erholen? Südafrika. Hoppla, okay. Hausmannskost, badische Hausmannskost daheim oder eher der feine Gourmet-Tempel in der Region? Wie bist du unterwegs? Also wenn ich essen gehe, schon ganz ordentlich gut, aber das kann bei mir auch ein Zwiebelrostbraten mit Spätzle sein. Also ich brauche da nichts irgendwie Sterne, da werde ich nicht satt. Noch sind wir in der 9 Uhr Stunde, ich bekomme jetzt schon Hunger. Gleich mehr mit Christian Aichner, der Martin Wacker. Christian Aichner ist zu Gast in der Martin Wacker Show auf der Neuen Welle. Der Trainer, der den KSC vor dem Sturz in die dritte Liga gerettet hat. Wir haben schon über die Emotionen gesprochen. Mir kam das ja so vor, dass die Corona-Zeit, ich will jetzt nicht sagen, was Gutes hatte, aber sie hat nochmal so einen Break
geschaffen, der dir auch Zeit gab, an die Mannschaft näher ranzukommen. Habe ich das richtig beantwortet? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten schon eine sensible Phase kurz vor Corona, weil wir schon auf einem sehr ordentlichen Weg waren, aber wir haben Gegentore bekommen, wie ich sie in dieser Kurzfristigkeit aufgrund der Art und Weise noch nie erlebt habe als Spieler. Vor allen Dingen nicht. Also da waren Slapstick-Treffer dabei, wenn ich nur an Hamburg denke. Wenn ich an Osnabrück denke, an die 96 Minuten und Nürnberg. Das waren so 3 Wochen nacheinander, wo dann Benny Upphoff der Ball noch aus der Hand fiel, an einem Spiel, wo du dann 0-0 mitnimmst. Und das ist sehr ordentlich für den Moment gewesen eigentlich. Und dann kriegst du eine Woche später einfach beim Fastaufsteiger Heidenheim, kriegst du ein 3-0 in der ersten Halbzeit mit. Und das hat schon so ein bisschen, so ein kleines Tal uns alle so ein bisschen geführt. Und dann muss man mit Abstand sagen, was in der Corona-Pause passiert ist in der Mannschaft, was wir mit der Mannschaft zusammen aufgebaut haben, das war zwischenmenschlich beeindruckend. Also da rücke ich auch nicht davon ab. Das war der Grundstock für den Klassenerhalt, auch wenn wir alle diese Corona-Pause in der Form natürlich überhaupt nicht gebraucht hätten. Wir, sagst du, denn dein Co-Trainer, ebenfalls Ex-Profi, ebenfalls erfolgreicher Ex-Profi, gehört zum Team ganz wichtig dazu. Ich glaube, ihn erwähnst du immer absichtlich mit. Ja, weil ich es ohne Zlatan in der Form nicht geschafft hätte. Also er ist das optimale Bindeglied zu mir. Wir verstehen uns nicht nur fußballerisch, sondern wir sind auch beste Freunde abseits des Platzes. Und zwar nicht in der Form, dass wir uns immer die Meinung im positiven Sinne sagen, sondern wir sind sehr, sehr kontrovers, aber auf eine tolle Art und Weise. Und deswegen ist das ein Puzzleteil, dass, wenn das gefehlt hätte im Gesamtpaket, wären wir nicht in der zweiten Liga geblieben. Corona hatte also auch eine kleine Chance geboten beim KSC. Es gibt noch einen anderen Faktor, bei dem ich glaube, der spielt eine Rolle beim Erfolg, bei den sogenannten Geisterspielen. Dazu gleich mehr in der Martin-Wacker-Show. Christian Eichner zu Gast in der Martin-Wacker-Show. Wir haben gerade über die Corona-Pause und dann über die Geisterspiele gesprochen. Bei den Geisterspielen, habe ich das auch richtig beobachtet, gibt es so einen Erfolgsfaktor, der heißt, der Coach wird gehört. Denn bei vollen Stadien kannst du ja draußen rufen, was du willst, machen, was du willst. Keiner kriegt was mit. Ich habe sehr oft gehört, Position, denk an die Position, Linie halten. Also ist das wichtig gewesen auf der Zielgerade, dass die Mannschaft dich auch als Coach gehört hat? Es gibt Mannschaften, da wäre das vielleicht nicht so gut gewesen. Also ich hatte auch mal einen Trainer, der hat mir ungefähr jede Aktion vorgesagt. Verrat uns den Namen. Das war Ståle Solbakken in Köln. Und wenn du dann linker Außenverteidiger warst, dann kommt es halt tatsächlich auch an, weil der Trainer der Einzige war, der dich erreichen kann. Genau. Also das war so ein bisschen mein Problem. Du hörst den immer. Ich habe das nicht brauchen können. Also wenn mir jemand schon vorher gesagt hat, was ich als Nächstes machen soll. Ich glaube aber trotzdem mit Abstand, dass es der Mannschaft gut getan hat und dass das sicherlich ein positiver Nebeneffekt war. Und ich bin sowieso ein Freund, aus jeder Situation im Leben dann irgendwas Positives mitzunehmen. Und wir hätten sehr gerne die Zuschauer dabei gehabt, vor allen Dingen gegen Stuttgart beispielsweise. Klar. Das hätte ich mir auch für die Zuschauer gewünscht, dass sie das live miterleben hätten dürfen. Da das aber nicht hat sein sollen, haben wir uns einfach das als Chance zuteil werden lassen und haben da die Mannschaft so gut es ging, die 90 Minuten unterstützt. Und wir arbeiten sehr gerne mit Spielprinzipien und das ist relativ einfach. Die Jungs wissen, was ich damit meine und wenn ich da dann reinrufe, Zentrum schließen oder generell schließen, dann wissen die Jungs, was damit der Trainer meint und dann braucht es auch gar nicht viel mehr. Und das in Kombination mit ein bisschen Wildsein draußen, glaube ich, hat der Mannschaft in vielen Momenten geholfen, ohne dass ich mir das jetzt ans Revers heften möchte. Aber es hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen, dass es in die richtige Richtung ging. Christian Eichner braucht kein Fitnessstudio, denn nach einem Spiel am Wochenende bist du ja komplett durch. Du interpretierst ja diese Rolle des Cheftrainers an der Linie doch anders, als es vielleicht dein Vorgänger getan hat. Hast du dafür ein Vorbild? Hast du das irgendwo abgeschaut oder bist du das einfach? Nee, ich bin so. Also das ist aber im Guten und im Schlechten. Also ich habe das schon jetzt ein paar Mal die letzten Tage betont. Die negativen Emotionen, die muss ich sicherlich noch ein bisschen besser kanalisieren. Ich drehe mich dann oft um und laufe dann zur Bank und ich erzähle es dann Zlatan. Und zwar so, dass es dann auch niemand mitkriegt und versuche dann an der Linie total positiv zu sein. Aber das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ich kann ein Gegenbeispiel machen. In meinem ersten Heimspiel gegen Osnabrück war ich die absolut identische Person. Und die Wahrnehmung war aber für einige Herren so, der macht die Mannschaft nervös. Und
die gleichen fanden es dann 8 Wochen später total cool. Mhm. Also ich nehme das wahr, aber ich lasse das nicht an mich ran, sondern mich gibt es so oder gar nicht. Es kann aber trotzdem sein, dass es in 8 Monaten mal so ist, dass ich ein Spiel in Ruhe anschaue. Und man kann mir jeder glauben, ich habe auch mal Bock darauf, dass es in der Halbzeit 3-0 für uns steht und ich kann meine Banane in Ruhe essen oder meinen Kuchen und kann zuschauen. Und ich kann 3 Tore durchsagen in der ersten Halbzeit. Für dich wäre das auch eine gute Geschichte. Ja. Wir sprechen gleich drüber. Faktor ehemaliger erfolgreicher Profi, auch der Co-Trainer und Akzeptanz in der Mannschaft. Ob das ein Faktor ist, hören wir gleich in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag mit Christian Eichner, Chefcoach des KSC. Vergangene Stunde haben wir über Emotionen geredet. Die Emotionen natürlich nach dem Klassenerhalt. Und die Emotionen, die du auch mit der Mannschaft erlebst. Du bist an die Mannschaft rangekommen. Du hast sie gewinnen können für den Erfolg. Christian, wie wichtig ist es, dass die Mannschaft auch eine hohe Akzeptanz vor einem erfolgreichen Ex-Profi hat oder auch vor Zlatan, der auch als Profi erfolgreich war? Spielt das eine Rolle? Ich kann nur aus meiner Sicht sprechen. Mhm. Für mich ist es eine enorm wichtige Rolle, dass ich in einem Trainerteam zumindest einen habe, wenn es der Cheftrainer selber nicht erlebt hat, der gewisse Situationen schon mal erlebt hat, weil aus meiner Erfahrung raus haben die Trainer, die das auf dem Niveau nicht selbst erlebt haben, die müssen relativ schnell erfolgreich sein. Wenn sie das schaffen, dann ist das alles gut. Wenn es aber mal wackelige Momente gibt, dann bedarf es, glaube ich, einer sekundären Meinung, die das schon mal erlebt hat, um einzuschätzen, warum klappt das nicht alles so, wie das da auf meinem weißen Papier vorher gestanden hat. Es gibt, der Fußball ist in der Form über 90 Minuten nicht vorhersehbar. Mhm. Das kann mir auch keiner erzählen, dass es so ist. Und insofern ist es eminent wichtig, dass, wenn ich an das Bielefeld-Spiel denke, das nachempfinden kann, dass es solche Situationen im Fußball, auch im Sport, im Tennis kann das ja auch mal passieren, dass ich mal einen Satz 6-0 verliere, um das zu vergleichen, dass das passieren kann. Ich muss nur die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Bist ein relativ junger Trainer. Es gibt Spieler auf dem Platz, die sind nicht viel jünger. Ist das auch ein Faktor? Hast du dann auch die älteren Spieler zum verlängerten Arm auf dem Platz gemacht? Nein, aber ich habe natürlich dann nochmal eine andere Ansprache an die Mannschaft. Also ich brauche da jetzt nicht so oberlehrerhaft zu kommen und dann vielleicht so, wenn man älter ist, dann so ein bisschen, naja, ich habe das ja alles schon erlebt und ich habe 15 Jahre mehr Lebenserfahrung beispielsweise, sondern die Wortwahl und die Ansprache ist bei mir natürlich auch ein Stück weit näher an der Mannschaft dran, als wenn ich vielleicht schon 10, 15 Jahre älter wäre und noch mehr Distanz hätte. Ich habe mich für den Weg bei der Mannschaft entschieden, relativ nah dran zu sein, weil ich finde, das ist relativ sinnlos, wenn ich vorher nah dran war, dann auf einmal künstlich innerhalb von 3-4 Monaten zu versuchen, Distanz reinzubekommen. Das bin ich nicht und mein Motto ist eigentlich, dass die Jungs jeden Tag sehr, sehr gern zum Training kommen sollen. Und dazu gehört auch so ein Faktor Spaß, Freude, Lebenseinstellung. Und das kriege ich über Distanz nicht hin. Distanz hast du auch nicht zum KSC. Du bist KSCler mit Leib und Seele. Und das hat einen Grund. Du hast früh beim KSC angefangen. Und inwieweit das Nachwuchsleistungszentrum und das Heranziehen von Jugendspielern bei dir eine wichtige Rolle spielt, da sprechen wir gleich drüber in der Martin-Wacker-Show. Absolut sportlich und erfolgreich geht's zu. In der Martin-Wacker-Show mit Christian Eichner, Chefcoach des KSC. Jetzt machen wir so, wir wechseln mal so ein bisschen die Richtung. Jetzt geht's um Fragen, die sich nicht mit Fußball beschäftigen. Okay. Bei unserem kleinen Spiel entweder oder. Nur eine Antwort ist erlaubt. Okay. Für die Fragen kann ich nichts, aber du kannst was dafür, welche Frage du rausziehst. Okay, ich wollte das schon immer mal machen. Alles in deiner Hand. Ich wurde noch nicht zur DFB-Pokal-Auslosung eingeladen. Okay. Christian. Oh, das ist eine schöne Frage. Das müssten wir eher Marc Lorenz wahrscheinlich stellen. Okay. Lieber ein Leben lang Schlager hören oder ein Leben lang Hip-Hop? Schlager. Tatsächlich? Ja, ja. Du hast dich auch bei der Rückfahrt von der vom Klassenerhalt hast du dich für den Schlagerbus entschieden. Hörst du auch nur beim Feiern Schlager oder auch privat? Nee, ich höre auch Privatschlager. Also bei mir kommt deutsche Musik im Auto. Mhm. Ich bin da querbeet offen. Hauptsache ich verstehe es und man hat so ein bisschen, man kann mitsingen und ich singe auch gern, generell auch unter der Dusche. Der Mallorca-Schlager spielt auch eine Rolle, ganz speziell beim KSC, ne? Ja, das ist extrem, also das ist nach Spielen und nach Siegen und kann auch mal vor dem Training morgen schon sein, dass das in der Kabine kommt, das ist so ein bisschen das Merkmal der Mannschaft gewesen und manchmal hat auch Burak Çamoğlu sein Handy angeschlossen, also da seid froh, dass er das nicht erlebt hat. Zweite Frage, Christian. Ja. Mal sehen, ob die genauso gut passt. Wir haben die guten Fragen drin gelassen. Ich ja, das ist eine sehr sympathische Frage. Oh, jetzt Christian, viel Gutes tun, aber überhaupt keine Anerkennung bekommen oder viele Anerkennung bekommen, aber nichts Gutes tun.
Ja, da natürlich das Erste, und das war schon immer mein Credo. Ich habe, glaube ich, in meiner ganzen Profikarriere immer mal das ein oder andere getan, ohne es an die große Glocke zu hängen, weil das ist ein sehr sensibles Thema. Manchmal kann man es nicht ganz geheim halten. Manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn jemand mal vorneweg marschiert und was tut und das dann auch kundtut, um jemand anderen mitzuziehen. Aber ich bin da eher im Hintergrund und bin damit immer ganz gut gefahren. Trotzdem Nachfrage, wie wichtig ist es, dass ein KSC und die Spieler auch als soziale Persönlichkeiten auftreten, in der Stadt verwurzelt sind? Ja, das ist eminent wichtig, weil da die Glaubwürdigkeit an die Spieler und auch die Leidensfähigkeit mit ihnen sich enorm verlängert im Stadion und im Spiel in den Phasen, wo es mal nicht so gut läuft. Und das ist ja das Entscheidende als Fan, dass ich in den Phasen, wo es nicht so gut aktuell sportlich ist, natürlich auch zu meiner Mannschaft und zu meinen Jungs stehe und die nicht mit irgendwelchen Zurufen oder Pfiffen irgendwie bedecke, weil ich kann das jedem Zuschauer nur ans Herz legen. Er braucht sich keine Hoffnungen zu machen, davon wird es nicht besser. Und das Thema Chance, Krise, Corona haben wir schon angesprochen, ob das auch eine Chance ist, speziell für kleinere Mannschaften, weil sich das gesamte Gefüge ein wenig sortieren muss. Auch das wird noch ein Thema sein. Also bleiben Sie dran in der Martin-Wacker-Show. Es ist Sonntag, das ist die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Christian Eichner ist mein Gast mit wirklich ganz spannenden Hintergrundinformationen rund um den KSC. Ich habe es vorhin angedeutet, du hast das KSC-Blut ab der Jugend. Hast angefangen in der C-Jugend, wenn ich es richtig weiß. Dann ganz lange alle Stationen durchlaufen. Hast auch selbst mal als Jugendtrainer beim KSC gearbeitet. Wie wichtig ist für dich diese Nähe auch zum Nachwuchsleistungszentrum? Ich sag mal immer zur eigenen Hausbank, nämlich den eigenen Talenten. Mancher Vorgänger von dir hat den Eindruck gemacht, als würde ihn der Bereich nicht so sehr interessieren. Ja, das ist richtig und das ist der total falsche Weg, weil das fällt dir ja irgendwann auf die Füße, wenn es nicht so gut läuft. Mhm. Und ich glaube, ich muss nicht wiederholen, welche Spielernamen hier aus dem eigenen Nachwuchs irgendwie in die große, weite Fußballwelt gelaufen sind und wer vor allen Dingen dem KSC in der ersten Mannschaft geholfen hat. Und es ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Man muss auch fairerweise sagen, viele junge Spieler, die top sind, entscheiden sich oft früher auch schon für einen anderen Weg. Mhm. Aber wir müssen einfach wieder dahin kommen, dass wir denen eine Perspektive aufzeigen. Und die beste Perspektive ist ein Name wie Dominik Koder, dass ich einem 16-Jährigen einfach auch sagen kann, bleib hier, arbeite noch 3 Jahre vernünftig oder 2 Jahre. Mhm. Du kannst vorher schon mal mittrainieren oben und dann ist die Durchlässigkeit nach oben zu den Profis, zu dem Trainer, in dem Fall jetzt mal Eichner, einfach sehr groß. Und dann habe ich auch wieder eine Chance als kleinerer Verein, mich zu wehren in Anführungszeichen gegenüber Abwerbungsgedanken von anderen Vereinen, die wahrscheinlich ein besseres Ambiente bieten in der jetzigen Station, wo sie sind oder in der Alterssegment, wo sie sind. Aber sie werden dort oben wahrscheinlich selten in dem Verein dann auch ankommen, weil da natürlich die Durchlässigkeit noch geringer ist als bei uns. Dominik Koder wurde dann die letzten Spiele zum Stammspieler und auch mit zum Klassenerhalt Held. Auf jeden Fall. Und hat den Altersschnitt ein bisschen gesenkt in der Mannschaft. KSC hat ja den höchsten Altersschnitt gehabt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Daran willst du was ändern? Ja, man muss nur immer wissen, warum sowas passiert ist. Also das muss man immer fairerweise in der Betrachtung sehen. Die Mannschaft hatte damals ein klares Ziel, hochzugehen und aus dieser dritten Liga rauszukommen. Mit nur jungen Spielern ist schwierig. So sind so verschiedene Konstellationen entstanden. Die muss ich einfach wissen, warum vielleicht die Altersstruktur ein bisschen höher war. Und diese Mannschaft und diese Spieler haben, glaube ich, dem Verein extrem viel auch geschenkt. Der Aufstieg, jetzt der Klassenerhalt, wo sie auch ihren Anteil dazu hatten. Aber klar ist auch, wir haben jetzt eine gute Möglichkeit, um jetzt wieder so einen neuen Schwung reinzubekommen. Und ich kann immer wieder nur betonen, warum soll ein 19-jähriger Spieler nicht das Gleiche leisten können wie ein 30-jähriger Spieler? Vor allem, wenn der 30-jährige Spieler vielleicht nicht jedes Jahr 10 Tore schießt, sondern vielleicht nur eins. Das traue ich dem 19-Jährigen auch zu. Ich muss nur den Mut haben, ihn reinzubringen. Und wenn ich den habe, dann können auch die jungen Spieler beim KSC wieder erfolgreich werden. Und Vertrauen zahlt sich aus. Dominik Koder ist ein Beleg dafür. Und vor allem wollen wir auch sprechen, wenn wir über Kaderplanung sprechen, ohne konkrete Namen jetzt zu diskutieren, ob sich diese Corona-Zeit und ja die Senkung des Gesamtniveaus im Profifußball finanzieller Art vielleicht auch positiv auf die kleineren Clubs auswirkt. Gleich mehr dazu. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle mit Christian Eichner. Wir sprechen über die Chancen des KSC auf den eigenen Nachwuchs zu setzen und vielleicht auch über eine Chance, die der Profifußball generell
Hat denn diese Covid-19-Krise, hat, glaube ich, ein bisschen viele auf den Boden der Realität zurückgeholt. Ist das auch eine Chance für die kleineren Clubs? Nein, weil ich merke schon die letzten Tage, dass die etwas größeren Clubs, auch in unserer Liga, jetzt natürlich auch Regale nach unten greifen müssen. Mhm. Das heißt, die greifen jetzt nicht mehr vielleicht auf die Auswechselbank der ersten Liga zurück, sondern sie greifen jetzt in einen Bereich rein, wo ich eigentlich auch gern reingreife. Mhm. Und da muss man sich einfach im Klaren sein, dass der Spieler wahrscheinlich dann auf einmal ein Regal reingreifen kann, wo Vereine liegen, wo er vielleicht vorher nicht hätte können. Mhm. Und in diesem Mischverhältnis sind wir gerade. Und da müssen wir einfach gucken, gewisse Nischen zu finden, einen Mix zu finden aus jungen, interessanten Leuten und vielleicht auch jemand mal, wenn ich aus meiner aktiven Zeit zurückblicken darf, da gab es auch mal Spieler wie Gottfried Adeobe oder Bradley Cannell, die vielleicht aufgrund Verletzungen nicht die Riesenkarriere mehr machen konnten und dann vielleicht einen Schritt zurückgegangen sind und bei uns angekommen sind, und dass das auch sehr gut funktionieren kann, hat diese Zeit, glaube ich, in Perfektion gezeigt. Mhm. Und dieses Mischverhältnis würde ich ganz gern hinbekommen als jungen, hungrigen Spielern und vielleicht auch einem Spieler, der sagt, zweiter Weg nochmal, ich will es mir selber nochmal zeigen. Also wir sind mittendrin in der Zukunft des KSC, und über die Zukunft des KSC wollen wir sprechen, nicht nur sportlich, sondern auch über das gesamte Umfeld, in der nächsten Stunde mit Christian Eichner in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show am Wochenende unter der Woche bei Vanja und der Penz, müssen die Hörerinnen und Hörer dran glauben. Jetzt gibt es die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch mit Christian Eichner. Christian, du bist bereit, ja, hast viel geübt. Die Presseabteilung des KSC hat dir große Tafeln geschrieben für die Trainerkabine mit allen Buchstaben. Bin gespannt. Bei 5 Richtigen gibt es diese wunderbare Tasse, die wir dann auch im Stadion mal sehen wollen. Und wir legen los mit den Buchstaben D wie Dora. Eine Stadt. Dortmund. Ein Land. Deutschland. Ein Tier. Danke. Ich kann nicht leben ohne. Weiter. In der Küche. Weiter. Ein Beruf. Dachdecker. Typisch deutsch. Deutschlandfahne. Eine Farbe. Dunkelgelb. Ein Trennungsgrund. Weiter. Ist schon zu Ende, es hat geklingelt. Es könnte auch der Dackel sein, der Trennungsgrund. Ja, aber ich glaube, bin auf 6 Richtige gekommen. 6 Richtige. Gut. Also hast ein Tor mehr gemacht. Vielen Dank, kann ich gebrauchen. Tasse. Ich bin der Einzige, der Kaffee trinkt im Büro, aber wobei ich kann sie gebrauchen. Ist es dunkelgelb? Gibt es das? Ja, lassen wir mal gelten. Dunkelgelb. Manche sagen auch orange dazu, aber. Ja. Dunkelblau, wollte ich sagen. Aber ich habe das Gelb durchgekommen. Wirklich, sehr, sehr gut. Also, Stadt, Land, Quatsch mit Christian Eichner. Tasse ist gewonnen. Sehr gut. Und wir wollen natürlich jetzt schauen, ich habe es gesagt, in die Zukunft des KSC, auch jenseits des Sportlichen. Das wird spannend und Sie bleiben dran. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag mit Christian Eichner. Stadt, Land, Quatsch, hat er sich wacker geschlagen. 6 Richtige, Tasse ist gewonnen. Zukunft des KSC. Wir haben ein bisschen sportlich schon gesprochen. Jüngerer Kader ist dein Wunsch, aber es tut sich drumherum ganz viel. Ich habe das Gefühl, also jedes Mal, wenn man am Adenauerring entlangfährt, stehen da viele Menschen mit dem Fahrrad, machen Fotos und schauen sich das an, was da erwächst. Inwieweit motiviert auch ein solcher Stadionbau und ist vielleicht auch ein Argument für neue Spieler? Also Motivation ruft es allein bei mir hervor. Also ich bin genau einer der Typen, die da jeden Morgen vorbeifährt und schaut, dass er die Ampelschaltung auf Rot kriegt, damit ich da halten kann und schauen kann, was sich verändert hat. Mhm. Liegt natürlich aber daran, dass ich schon lange da bin und, glaube ich, wie jeder andere sehnsüchtig auf dieses neue Stadion gewartet habe. Und ja, du hast es auch angesprochen, monetäre Gesichtspunkte dürfen bei Neuverpflichtungen bei uns und werden keine große Rolle spielen. Also es wird allen gut gehen, muss sich keiner Sorgen machen von draußen, aber das ist natürlich ein Argument, das die neuen Spieler bei mir hören werden, wenn ich sie das erste Mal an der Strippe habe, was hier möglich ist, was die Bilder, die sie gesehen haben nach dem Klassenerhalt, die werde ich ihnen vorspielen, ich werde ihnen das Stadion zeigen, ich werde ihnen die Typen bei Ramovic Eichner erklären und werde ihnen erklären, wofür der KSC eigentlich in den nächsten Jahren stehen soll. Und das Stadion hat ja auch die Möglichkeit, noch mehr Emotionen auf die Spieler zu übertragen. Die Außenlinie ist praktisch irgendwie 2 Meter vom ersten Sitzplatz weg. Auch das spielt eine Rolle, oder? Ja, auf jeden Fall. Wobei, wenn das Stadion dann mal komplett steht und du hast dann mal einen Außenverteidiger vielleicht in deiner Sendung sitzen, dann sei bitte nicht überrascht, dass es durchaus auch sein kann, dass er vielleicht manchmal noch die Aschenbahn dazwischen hätte, damit er nicht alles hört von den ersten 10 Reihen. Wenn er nicht auf der Haupttribünenseite sitzt, spielt es alles gut. Nein, Spaß beiseite, aber es ist
das ist schon einfach eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Mhm. Und ich durfte noch so diese Schwelle erleben zu den neuen Stadien. Und es ist einfach bombastisch, was da entsteht und was in Karlsruhe entsteht. Und ich hoffe, dass wir sehr, sehr lange diesen Profifußball in Karlsruhe in diesem Stadion haben werden und haben können und vielleicht in ein paar Jahren auch mal wieder den ganz großen Verein das Stadion präsentieren dürfen. Das alte Wildparkstadion war legendär und du hast dort auch legendäre Momente erlebt. Wir sprechen gleich mal über die Emotionen in der Vergangenheit, die Christian Eichner geprägt haben beim KSC. Bleiben Sie dran in der Martin-Wacker-Show. Am Sonntag haben wir prominente Gäste auf der Neuen Welle in der Martin-Wacker-Show. Heute ist es Christian Eichner. Wir haben schon einen tollen Einblick bekommen, ein bisschen Zukunftsvisionen gesponnen. Schauen wir mal zurück. Wir haben über den emotionalsten Moment deiner Trainerkarriere gesprochen, Klassenerhalt. Welche emotionalen Erinnerungen hast du ins alte Wildparkstadion? Wo geht da das Herz auf? Was sind die Momente, die du für immer im Herzen trägst? Ja, also klar ist natürlich so dieses erste Zweitligaspiel gegen die Sportfreunde Siegen. Ich glaube, das werden nur die wenigsten noch wissen, weil ja da Gegner gewesen ist, du inklusive natürlich. Klar ist, dieser Aufstieg, der ist durch nichts zu ersetzen in die erste Liga mit all seinen Begleiterscheinungen auf dem Marktplatz positiver Natur und dann natürlich dieses erste Bundesliga-Jahr. Das war der Ritt auf einer Welle, auf einer Erfolgswelle mit dieser Mannschaft, die sich heute, glaube ich, noch jeden Tag am liebsten wiedersehen würde und auf dem Trainingsplatz, keine Ahnung, mit Ede Becker trainieren würde. Das war eine bombastische Zeit. Grundsätzlich muss ich sagen, dieses Wildparkstadion ist in der Fußballszene gefürchtet gewesen. Ich erlebe das jetzt beim Fußballlehrer wieder, wenn ich Tim Borowski sehe und er winkt schon ab, wenn er an das Stadion denkt, dass es immer äußerst schwierig war und dort zu gewinnen in Karlsruhe. Und wir hatten zwar eine Laufbahn, aber wir hatten sicherlich mit die besten Zuschauer in der Bundesliga und die beste Stimmung, wenn man das Gesamtpaket und das Ambiente mal dazu nimmt, dass es wir nicht immer so leicht hatten mit der Laufbahn, das ist auch klar, aber wenn ich das Stadion denke, da leuchten meine Augen, glaube ich. 2007er Team, du hast angesprochen, das Bundesliga-Aufstiegsteam. Hast gesagt, am liebsten würdet ihr euch jeden Tag treffen, zu vielen noch intensiven Kontakt, also die Mannschaft ist noch beieinander sozusagen. Ja, auf ganz verschiedenen Wegen, also Michael Mutzel ist mein Trauzeuge, Mike, Mario, ganz eng, Andy Görlitz habe ich immer mal wieder bei WhatsApp irgendwie in der Leitung, auch wenn es nur schriftlich ist. Gordi Adeobe ruft ab und zu mal aus Ghana an. Bradley Carnell habe ich wieder ein bisschen intensiveren Kontakt. Also das geht durch die Bank weg. Sebastian Freis, Timo Staffel, Stollis, ja, hier Jugendtrainer. Killer ist jetzt mein Torwarttrainer. Ede, NLZ-Leiter. Also ich glaube, nur ein paar zu nennen. Ich möchte da gar keiner vergessen. Das wäre ungerecht. Ja. Ich glaube, das war eine fantastische Zeit und da darf man ab und zu auch mal in Erinnerung schwelgen. Haben alle gratuliert? Zum Klassenerhalt. Ja. Also war schon eine große WhatsApp- und SMS-Party. Auf jeden Fall. Also, das ist die Emotion, die wir beim KSC brauchen. Und sprechen wir doch über das, was sich ein Christian Eichner, sagen wir mal, in 3 Jahren als Schlagzeile wünscht in der regionalen Tageszeitung über den KSC. Bin gespannt, was er sich ausdenkt. Gleich mehr dazu auf der Neuen Welle. Die Martin Wacker schon mit Christian Eichner. Christian, die Saison ist vorbei, die nächste ist schon in Vorbereitung. Wie sieht es für dich persönlich aus? Wird das mal eine Woche irgendwo ans Meer gefahren? Ist Zeit für ein bisschen Schwarzwald oder ist alles so dicht auf dicht im Moment? Na, ich habe zunächst mal natürlich die familiäre Situation, dass meine Frau Lehrerin ist und ich jetzt auch eine Tochter habe, die in der 2. Klasse ist. Das heißt, ich bin bis Ende Juli in Anführungszeichen gebunden an meinen Wohnort. Und am Tag danach, am ersten Ferientag, fangen wir mit der Vorbereitung an. Also insofern werden das kleine Tages- oder Wochenendausflüge. Und mich zieht es jetzt aktuell, bin ich auch ganz ehrlich, jetzt auch in keinen Flieger rein. Nicht, weil ich jetzt total ängstlich bin, aber ich glaube, das ist nicht der Urlaub, den wir kennen. Und deswegen lasse ich mal eine Transferperiode mal darüber wachsen. Im Europapark sind alle Länder der Welt vereint. Das sozusagen. Ein schöner Wochenendausflug. Christian, abschließende Frage. Wir schauen 3 Jahre nach vorne. Jetzt werden dann so die Schlagzeilen nach einer Saison produziert. Welche KSC-Schlagzeile würdest du dir wünschen in 3 Jahren? Ich nehme mich jetzt einfach mal mit ins Boot. Ich hätte die Schlagzeile gerne auch, weil ich mich nicht so gerne in den Vordergrund spiele, auch weglassen können. Aber das beinhaltet ja, dass ich mir wünsche, dass ich in 3 Jahren noch da unten an der Linie stehe beim KSC. Mhm. Dann würde ich es einfach mal mich mit inkludieren, dass das jeder versteht. Eichners Team begeistert die Zuschauer. Okay, das ist diplomatisch. Ja. In welcher Liga, das können Sie sich selbst zu Hause wünschen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es mit Christian Eichner im kommenden Jahr mit so viel Emotion und so viel Herzblut weitergeht.
Dankeschön, darauf kann ich mich verlassen. Und nächste Woche wieder prominente Gäste am Sonntag in der Martin-Wacker-Show.